Da will ich immer noch wissen, was da drin ist. So, wir hatten doch, wo sind wir denn? Hier sind wir drüber gestolpert, oder? Oder waren wir hier unten drin? Nee, ich glaube, wir waren hier oben. Da würde ich auch gern mal hinlaufen. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Aber morgen können wir dann mal dahin und gucken, wie es da aussieht. Cocoa. Hello. Ich werde tun, was immer in meiner Macht steht oder was immer es braucht, um die Grenzen sicher zu halten. Das ist sehr gut. Dankeschön. Dich meiden wir. Doofe Miene. Oh. Häschen. Nein. Wir waren doch fast da. Ah. Verkackt. Ich glaube, ich hätte auch... Statt immer mit der Maus dahin zu fahren, kann ich ja... Ups. Kann ich ja auch 1, 2, 3, 4 drücken. Als Taste. Uch, was wollt ihr denn von mir? Haut ab. Aha, aha, aha. Oh, ein Vogel. Huch! Oh, wie cool ist das denn? Bewegungsmelder oder was? Oder weil es jetzt 7 Uhr abends geworden ist? Jetzt ist es wieder 8. Ich warte jetzt nochmal die 60 Sekunden ab. Dann geht's ab nach Hause. Wieso? Hä? Wieso hat sich das nicht aufgefüllt? Oh, was ist das denn? Kommt man da hin? Ja. Was ist das denn? Wo sind wir? Ach, das ist die andere Mine. Ist die vielleicht cooler? Molu. Okay, nicht Molo, sondern Molu. Was? Was? Was willst du? Warte eine Minute. Du bist kein Maulwurf, du bist eine Katze. Sorry, dass ich gerade so laut geworden bin. Es ist nur, du hast mich von meinem Schläfchen aufgewacht. Und ich werde ziemlich cranky, ziemlich säuerlich, wenn Leute mich einfach so aufwecken. Wie dem auch sei. Du siehst ziemlich irritiert aus. Let's get the introductions out of the way. Lass uns die Einführung aus dem Weg schaffen. Also, ne, ich bin Molo. Ich führe die Prärie-Mine. Got lots of laborers down in the mines below us. Hab eine Menge laborers. Aber nicht Labore, oder? Da unten in den Minen. Arbeiter, Entschuldigung. Arbeiter da unten in den Minen. Graben nach Edelstein und anderen hübsch schauenden Steinchen. Wir suchen immer nach Hilfe, wenn du einige Zeit hast. Vielleicht möchtest du ja dir deine Pfoten auch schmutzig machen. Wenn du einige Edelsteine... Ich glaube, das ist derselbe Text wie Molo, ne? Wenn du einige Edelsteine zu mir bringst, werde ich sicher gehen, dass du dafür belohnt wirst. Wahrscheinlich wirst du ziemlich tief graben müssen, bis du guten Stuff findest.
Du kannst... Gut, das wissen wir ja, ne? Wir müssen unsere Krallen benutzen an den großen Steinen, um da dran zu kommen. Er bezahlt auch Mole Cash im Austausch für Edelsteine. Du kannst mit Mole Cash handeln in deren Shop. Deine Muse sind nicht gut für mich. Die interessieren mich nicht. Aber einige meiner Arbeiter könnten vielleicht daran interessiert sein, okay? Ach, wahrscheinlich in Level 25, da konnten wir, glaube ich, mit Muse bezahlen, ne? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Dieser Eingang hinter mir ist der Eingang, wo du startest. Oh, und sei sicher, dass du, gut, dass du was zu essen mit hast, bla bla. Das ist, glaube ich, dasselbe wie beim letzten Mal. In den unteren Leveln gibt es auch Fledermäuse. Hoffentlich ärgern sie dich nicht. Wenn du einige Fragen hast, dann stell sie. Bla bla bla. Ja, gut, das unterscheidet sich jetzt nicht wirklich, ne? Huch. Hä? Ach, ich drücke über den Fall. Das Spiel funktioniert nicht. So, aha, ich hab einen Stein. Ich hab einen Stein. Ich hab einen Stein. So. Gibt's halt einen Mole. Oh! Hallo! Bam. Okay, das ist die andere Mine. Die sieht viel schöner aus, ne? Ich dachte, das wäre jetzt eine geheiligte Höhle oder so. Naja. Oh, wir haben 10 Uhr. Es ist ziemlich... Oh, haben wir den Waldesrand entdeckt? Ah, guck mal. Okay, wir gehen jetzt nach Hause. Flup. Dann legen wir uns schlafen. Tag 6. Aufstehen. Einmal das Spiel speichern. So, Moment, was haben wir im Inventar? Wir nehmen uns lieber noch einen mit. Zumal wir ohnehin gerade Hunger haben. Dann nehmen wir uns noch einen mit. Ein Frosch. So. Und dann gucken wir jetzt mal, was das... nur bei uns sind die Kämpfer. Ich würde gerne mal hier die mystische Kolonie mir anschauen wollen. Oben die Gebirgskolonie, die Bergekolonie haben wir ja schon gesehen. Jessica, Hallöchen. Dich kenne ich aber auch noch nicht. Huch. Falsche Taste. Was ein wundervoller Tag. It might not be for everyone, but it's perfect. Ah, ist vielleicht nicht für jeden so, aber für mich ist es perfekt. Joa, Schnee ist so eine Sache, ne? Also ich mag Schnee optisch, finde ich Schnee schön. Auf den Straßen, auf dem Weg zur Arbeit finde ich Schnee scheiße. Und es ist, ich bin halt auch so eine Frostbeule. Ich finde es auch, finde es auch zu kalt. Aber manche gehen in Schnee richtig auf. Ich mag zum Beispiel dann auch wieder zum Beispiel so einen Waldspaziergang, wo alles so ruhig ist, so wie es in dem Spiel so abends ab 10 Uhr ist, ne? Wenn du wirklich nichts hörst, sondern einfach auch nur das Stapfen im Schnee und es ist alles so ruhig. Das finde ich tatsächlich sehr schön. Ja, die Rose ignorieren wir mal. Wir werden nie einen Partner finden. Nie. So... Einfach mal ganz konsequent nach rechts. Glaube ich zumindest. Ja, vielleicht noch ein bisschen runter. So. Eine Beere einsammeln. Dankeschön. Oh, Sunken Stones. Okay, jetzt sind wir wirklich in deren Gebiet.
Das ist, glaube ich, ein bisschen sumpfig. Oh, nimm mit. Eine Ruinenstadt in den Sümpfen. Ein Frosch. Yes. Oh, ich jage in einem fremden Gebiet. Das mögen die in der Regel gar nicht. Huch! Oracle. Du kannst nicht einfach hier reinlaufen. Das ist die mystische Kolonie. Wir akzeptieren nicht so einfach Leute von anderen Kolonien. Alle Besucher müssen an mir vorbei. Ja, dann, ich sehe, du kommst von weit her. Was ist es, was du suchst? If you bear gifts for the... Ah, wenn du uns Geschenke bringst, kannst du sie mir geben. You travel here from distant lands. Yes, Oracle can see that you are a sojourner. Du kommst von einer anderen Welt, distant, von einer entfernten, von einem entfernten Land, ja. Das Orakel kann sehen, dass du ein Sojourner von Journey, Reisender, irgendein Reisender bist. Wissen der Vergangenheit oder Kenntnisse der Vergangenheit, Wissen der Gegenwart und Visionen der Zukunft. All das kommt zu Orakel. Vielleicht werde ich diese Portions, diese Dinge mit dir teilen. Oder vielleicht nicht. Ja, danke. Okay, also das ist ein schönes Zäunchen drumrum. Auch toll. Da ist Slip, da ist... Ach, guck mal, da ist auch Neil. Ups. Ja, ja, Orakel, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich wollte doch nur mit Neil reden. Neil! Aha. Alisa. Crampy, aha. Alisa ist ein Mädchen. Boah. Wenn das unsere Partnerin werden würde, das wäre schon ein bisschen awesome. Das wäre schon ein bisschen cool. Savannah. Ist wahrscheinlich auch eine Savannah-Katze. Hallo Savannah. Möchtest du rauskommen? Dürfen wir mit dir reden? Dürfen wir mit dir reden? Dürfen wir... Hallo. Hi, wie geht's so? Oh, hi. Ich glaube nicht, dass wir uns jemals zuvor gesehen haben. Ja, doch eigentlich bei den Festivalspielen. Aber egal. Mein Name ist Savannah. Und ich mag es, verschiedene Raritäten, also seltene und einzigartige Dinge zu sammeln für meinen Shop. Fühl dich frei, vorbeizuschauen, wann immer du magst. Ja. Hä, was ist denn das? Warum? Ich finde das komisch, dass ich das manchmal nicht jagen kann. Kann ich ihr denn auch ein Geschenk machen, auch wenn ich gar nichts dabei habe? Give the winter blueberries. Thank you. Ich mag das. Oh. Aber mit ihr... Nee, hier ist kein Herz oder so. I've got lots of goods for sale, but I can only sell to certain cats, which is a shame, because I'd love to share these... Ah, okay. Ich habe so viele Sachen zum Verkauf, aber ich kann nur besonderen Katzen, also natürlich nur ihren Clan-Mitgliedern, Dinge verkaufen. Es ist eine Schande, weil ich es doch liebe, diese Dinge mit der Welt zu teilen. Oh, Savannah. Aber wir haben Savannah jetzt ein bisschen kennengelernt, ne? Yay! Da ist auch Alisa. Alisa, kommst du raus? Kommst du raus, Alisa? Alisa!
Alisa! Sie sieht aus wie eine Eisprinzessin. Eine Schneeflocke im Winter. Alisa. Und das Orakel, hau ab! Hau ab! Ist das der erste Herzschmerz von Pamuk? Dieses Unnahbare. Er kommt nicht an sie ran, um mit ihr zu sprechen. Alisa. Weiß nicht, ob sich da was anbahnen soll oder ob das überhaupt geht. Müssten wir mal beim Winterspiel, beim Winterfestival mal ausprobieren, ob wir ihr auch was schenken können. Wir haben ja noch die Muschel. Wir könnten ja mal versuchen, ob anstelle von Missy... Ach nö. Nein. Ich wollte nur... Nein, ich habe den Frosch nur angesehen. Ich wollte den nicht jagen. Und mit der Möwe will ich nur spielen. Nein! Ach, ich bin wieder... Ich muss einfach die 1 drücken. Ellie drückt doch einfach die 1. Press button 1. Ich kann es mir nicht merken. So. Ach, haben wir da wieder einiges gesammelt. Ja, wir kommen auf jeden Fall gemütlich über den Winter. Wir können jetzt nochmal die Krähe vielleicht auch direkt essen. Noch eine Beere hinterher. Uns geht's ja so gut, dass wir echt auf die Kacke hauen können, was das angeht. Also so brutal ist das Spiel dann doch nicht. Man kriegt schon was zu essen. Notfalls muss man sich von Bären ernähren. Und sich die Mäuse dazu kaufen, ne? Im schlimmsten Fall. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ach, wir sind genau richtig. Seht ihr, da sind auch wieder 2 Bären. So, dann haben wir jetzt auch schon 7 in der Nacht. La 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 la. 2 Muscheln haben wir. Oh, Alisa. Du tapfere Alisa, Anführerin des mystischen Clans. Ja, mir gefällt so ein bisschen der Gedanke, aber ich will mich da noch nicht festlegen. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung dazu sagen, ob das was wäre oder ob ihr sagt, oh Gott, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Nicht die, dann lieber Missy. Wehe, ihr sagt das. Ich will nichts mit Missy zu tun haben. Die ist doof. So, wir gehen schlafen. Und wir speichern das Spiel. So, und dann würde ich sagen, 7 Tage. Wir sind jetzt am 7. Tag. Noch 3 Tage und es ist das Winterfestival. Und dann sehen wir Alisa wieder. Ich bin gespannt. Mal gucken, wie wir die 3 Tage noch rumkriegen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao.